Sie haben den Traum, wir die Finanzierung für Ihre Immobilie. Allianzvertretung Jens Urbanek, Ihr Partner in Sachen Baufinanzierung und Versicherung in Dresden. Der Baubeobachter der Woche. Ja, grüß Sie, liebe Zuschauer, und willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Baubeobachter der Woche. Seit fast genau einem Jahr wird die Dresdner Albertbrücke nun schon von Grund auf saniert. Im Sommer 2016 soll sie auch pünktlich fertiggestellt werden. Also auch Zeit, mal eine Halbzeitbilanz zu ziehen. Denn auch die Sanierung der Dresdner Albertbrücke sorgt für das ein oder andere Skandelchen. So hat die Bild-Zeitung erst vor kurzem getitelt: Nichts wie Chaos auf der Dresdner Albertbrücke, und schreibt von Verzögerungen und vielen Pannen. Was ist wirklich dran an den Meldungen? Jetzt im Baubeobachter der Woche. Ja, ich habe jetzt neben mir Dresdens Straßenbauamtschef Reinhard Köttnitz. Ja, es gibt ja wieder das ein oder andere Skandelchen, wenn man nach der Bild-Zeitung gehen würde. Der Bauablauf der Dresdner Albertbrücke verschiebt sich etwas. Unter anderem muss auch die Behelfsbrücke abgerissen werden, früher als gedacht. Liegt das nun wirklich an den Schäden, an erneuten Schäden, oder weil sie einfach schlicht gesagt Platz brauchen? Also schlicht gesagt ist es der Fakt, wir brauchen Platz. Und insofern hat sich jetzt erstmal grundsätzlich der Termin des Endausbaus nicht geändert. Das bleibt nach wie vor Mitte 2016. Wir haben bloß intern eine Verschiebung vornehmen müssen, weil wir im September, Oktober die Behelfsbrücke abbauen wollen, um den nötigen Platz zu bekommen, der erforderlich ist, um die Unterstromseite zu bauen. Spiegelbildlich zu dem, was jetzt oberstromseitig zu sehen ist. Und da wird der Verkehr, weil das auch mit der Montage des Geländers auf der Oberstromseite zu tun hat, wird dann der Verkehr erst im November von Altstadt nach Neustadt wieder über die Brücke geleitet, also der Fahrzeugverkehr. Sie haben jetzt die Geländer angesprochen, das ist ja auch so ein Punkt. Das hat auch ein bisschen länger gedauert aufgrund des Denkmalschutzes. Und deswegen müssen die Fußgänger, ich sag jetzt mal, ja, erstmal auf der normalen Fahrbahn laufen. Nun, das Geländer ist eine sehr komplizierte Konstruktion geworden. Einerseits soll ja das Geländer, so wie es mal 1877 gebaut worden ist, auch wieder nachgebildet werden. Da sind aber dann die Handläufe ganz einfach zu niedrig nach den heutigen Gesichtspunkten. Das heißt, es wird ein zweites Geländer dahinter geblendet. Das ist eine sehr aufwendige Konstruktion. Wir wollen uns mal das Prototyp dann im Juni anschauen, wie das aussieht. Und weil das Geländer erst ab Anfang August montiert werden kann und das doch wohl einige Feinheiten bedeutet, auch für den Stallbaubetrieb. Und deshalb können nur eingeschränkt die Fußgänger auf der Gehbahn laufen. Das heißt, da ist kein Platz für die Radfahrer. Die müssen auf der Fahrbahn fahren, und deshalb wird der Fahrzeugverkehr erst im November über die Brücke geleitet. Es gab ja schon im Vorfeld, bevor die Sanierung angefangen hat, immer gewisse Diskussionen, wie macht man es nun mit Verkehr oder ohne Verkehr. Unter anderem hat auch Holger Zastrow, damals FDP, sich natürlich stark dafür gemacht, dass der Autoverkehr weiterhin über die Brücke fließt während der Sanierung. Und er meint nun, dass seine Vorhersagen sich nun bewahrheiten. Als das damals hier diskutiert worden ist im Stadtrat, ist das Übliche passiert. Die Straßenbauverwaltung hat gesagt, ja, das wird alles nicht so schlimm und das geht alles ganz schnell. Nun wird es doch viel schlimmer, weil obwohl wir einen ganz milden Winter hatten, ich stelle mir gar nicht vor, was gewesen wäre, wenn wir Eis und Schnee gehabt hätten. Jetzt haben wir schon die erste Ankündigung, dass die Sperrung für die Autofahrer länger dauert. Und das ist sehr misslich. Ich glaube, dass die Straßenbauverwaltung dort den Stadtrat auch an der Nase herumführt. Bezahlen müssen es die Autofahrer und natürlich die Anwohner, gerade im preußischen Viertel, die noch wesentlich länger jetzt mit dem doch sehr belastenden Umleitungsverkehr klarkommen müssen. Und das ist misslich. Hätte man nach der Variante, die die FDP vorgeschlagen hat, gebaut, wäre es noch dazu viel günstiger geworden. Sehr schade. Ja, soweit Holger Zastrow. Herr Köttnitz, was sagen Sie dazu? Nun, wenn man ein altes Bauwerk saniert, dann kann man sehr wohl und sehr gut planen. Es kommen doch immer mal ein paar Unwegsamkeiten dazu, die dazu führen, dass man technologische Umstellungen bringen muss. Das haben Bauwerke in dieser Form an sich. Wir sind der Auffassung, dass es trotzdem sehr gut vorangeht. Seitdem sich die Politik aus der Verkehrsführung raushält, haben wir eigentlich keine Probleme, das Bauwerk pünktlich zu beenden. Ja, genau so ist es. Man muss ja sagen, es gibt wirklich Positives, auch von dem Bau zu berichten. Die pünktliche Fertigstellung ist bis jetzt in Sicht und sie sparen sogar Kosten, also sind definitiv im Budget.
Wir sind im Budget, wir hoffen, dass wir das auch bleiben. Aber ich glaube auch, dass es so sein wird, denn die Unwegsamkeiten, die haben wir hinter uns. Auf der Unterstromseite kann da nicht mehr viel passieren. Also kein Chaos auf der Dresdner Albertbrücke? Das sehen wir zumindest nicht so. Okay. Herr Köttnitz, ich danke Ihnen ja und liebe Zuschauer, wir melden uns nächste Woche Dienstag nochmal von der Dresdner Albertbrücke, denn es wurde ein spezielles Verfahren hier entwickelt. Was genau das bedeutet, das erklären wir, wie gesagt, nächsten Dienstag in einer neuen Ausgabe vom Baubeobachter der Woche. Ich würde mich freuen, wenn Sie da wieder mit dabei sind. Bis dahin, tschüss. Der Baubeobachter der Woche.